ich habe mit Frau Wanders noch mal den Tanz hinten geübt und diesen Wechselschritt, den kann sie immer noch nicht. Und ich habe ihr mal... Was? Frau Jaschke, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Alles, was du kannst, das kann ich viel besser. Ich kann ja alles viel besser als du. Können sie nicht? Kann ich doch. Können sie nicht? Kann ich doch. Können sie nicht? Kann ich doch. Doch, ich kann's. Ich trink glatt ein Fass aus und seh nicht mehr blass aus. Ich verschluck ein Messer, fühle mich noch besser. Auf dem Seil gehen, das kann ich. Auch auf dem Strich, ja. Das kann ich nicht. Wenn du auf hoch singst, ich singe höher. Ich singe sicher viel höher als sie. Kannst du nicht? Kann ich doch. 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 Ich halte jeden Ton länger als du. Können sie nicht? Kann ich doch. Sie nicht, kann ich doch, nicht, kann ich doch, doch ich kann. Herr Schmidt, das ist alles unsere Wartezeit, Sendezeit. Alles, was ihr könnt, das kann ich viel schlechter. Ich kann das alles viel schlechter als ihr. Das stimmt. Es ist wahr. Ja, wahr. Es ist wahr. Schrecklich wahr. Es ist wahr, wirklich wahr. Ich kann weder rappen, noch mit Schuhen steppen. Er kann nicht mehr singen, was sollte da auch klingen? Jeder Ton kommt quietschend raus. Wie bei der Maus. Alles, was ihr könnt, das kann nicht viel schlechter. Er kann das alles viel schlechter als wir. Schlechter als wir. Ja, meine Damen und Herren, zu Hause an dem Bildschirm, ich weiß nicht, ob Sie mich überhaupt noch sehen können. Es dampft und dampft und dampft. Ja, ich habe halt meinen Saunaanzug an, nicht? Ja, wir haben hier einen kleinen Live-Unfall gehabt mit unserer Dampfmaschine. Aber ein Blick auf den Bildschirm, es sieht ein bisschen nebelig aus. Sehen Sie es, ja. Frau Jaschke, es sieht ein bisschen nebelig aus, aber man sieht es noch. Wir das ist ja eine richtige Panne, deswegen bin ich kurz draufgekommen. Können wir das nicht normal, dann können wir... Nee, hinterher vielleicht, danach, wenn ja, es alles wieder verzogen ist, aber... Zwei Sätze habe ich vergessen, Frau Wanders, zu singen. Nämlich kann ich doch. Ich habe trotzdem meine Position deutlich gemacht, meine Liebe. Ja, ich glaube, es ist inhaltlich auch in all seiner Schwergewichtigkeit rübergekommen über den Bildschirm, was ihr da mitteilen wolltet. Wir haben Gäste hier, die unsere liebsten Gäste in der Schmidt-Mitternachtsshow sind. Unsere jungen Talente. Heute kommen sie aus Hamburg 26. Fragen Sie mich nicht, wo das liegt. Bei Poppenbüttel ist es zumindest nicht. Es sind zwei jung gebliebene 70er, hätte ich beinahe gesagt. Zusammen sind sie 140 Jahre alt. Dieses Jahr sind sie 48 Jahre zusammen verheiratet. Hier kommen unsere jungen Talente aus Hamburg, Günther und Lotti. Musik ab! Thank you.
sind wir wieder mit den Antworten auf unsere vorhin gestellten Fragen. Meine liebe Lilo, du hattest um Komplimente gebeten von den Zuschauern. Was ist dabei rausgekommen? Hunderte, wenn nicht gar tausende von Antworten. Ich habe nur zwei rausgreifen können, meine Damen und Herren. Es bricht mir fast das Herz. Lilo mio, es bricht mir das Herz, steht hier. Dich so melancholisch und körperlich unversehrt zu sehen, heißt das, sie will mir eine in die Fresse hauen. Es würde mir große Freude bereiten, dich liebevoll zu schänden, denn du bist ein Mensch, der es verdient. Da gebe ich dir recht, auch wenn es von einer Frau kommt, nämlich von Stefanie aus der Rutschbahn in Hamburg. Danke. Das Zweite ist ein Alphabet, das Lilo Wanders Alphabet. A, abenteuerlich, B, bedeutend, C, charmant, D, damenhaft, E, extravagant. Soll ich weitermachen? Nein, bitte nicht. F, phänomenal, G, genügsam, H, humorvoll, genug der Lüge, J, jubelfreudig, ja. K, komisch. Ja, bitte machen Sie einmal erneut unser Fenster auf. Frau Jaschke, kommen Sie an mir, an meine Seite. Ja. Ich bin ja schon ruhig. Ja, mach ja. wieder auf. Ich soll verdeckt werden. Was mache ich mit 3 Zentnern Zitronen, habe ich gefragt. Hier schreibt mir ein Zuschauer, Waldkraut füttern. Ja, glaube ich, eine interessante Antwort. Ich glaube, die platzt. Was mache ich mit 3 Zentnern Zitronen? Ein Zitronenbad macht eng wie mit 17. So, und eine letzte Antwort aus Mannheim habe ich bekommen. Von Pirom Musik. Was mache ich mit Zitronen? Das Geheimnis des passiven Mannes. Jede Woche ein Zitronensitzbad erhält die Jungfräulichkeit lebenslang. 3 Zentner dürfen für 6 Monate reichen. Ja, vielen Dank nach Mannheim. Und hier eine Variation, nicht? Und hier, ich habe jetzt auch was bekommen. Und zwar kommen Sie zu uns. Zünd ab, Girls aus Neumünster. Jeden Mittwoch geht's ab. Immer die Ostsee entlang. Zünd ab, Girls Neumünster. Und mal gucken, ich habe noch eine andere Auswahl. Wir sind die Metal-Schwestern aus Husum und würden gern mit Ihnen unseren nächsten Wochenendausflug machen, aber nur, wenn Waltraud mitkommt. Natürlich kommt sie mit. Ja. Hat ja auch einen kleinen Motorradhelm, hat sie ja auch. Gibt's doch jetzt ganz neu. Ja. So. Mhm. Sie haben also Kontakte gemacht zu Motorradclubs für Frauen ab 40 und alle, die Motorrad fahren, weiblichen Geschlechtes sind und so um die 40, könnte ich vielleicht mal sagen, können uns auch schreiben an die eingeblendete Adresse Schmidt, Spielbudenplatz, Hamburg, St. Pauli. Frau Jaschke, Sie können werden auch einzelne Damen sein und es kann, braucht ja nicht, muss ja nicht ein ganzer Club sein, kann ja auch einzeln sein. Sie könnten auch einen Club. Oder könnte ich ja einen gründen mit ihr. Wir sollen weg. Wir sollen weg, wir beeilen uns. Wenn Sie glauben, das Schmidt-Theater ist das schrillste Theater in Deutschland, dann wissen Sie nur die halbe Wahrheit und kennen das Theater in der Filmdose in Köln ganz sicher nicht. Sind denn die Kolleginnen und Kollegen schon da? Ein Blick nach unten sagt, jawohl, Sie sind da. Ein Star aus dem Altertum, live auf der Bühne der Schmidt-Mitternachtsshow. Hier ist Kleopatra und der Fluch der Tempelhuren.